Eure Schiffsschraube soll er verlagern. Nichts darf schiefgehen. 27 Meter lange Aluschienen. Die sperrigen Leichtgewichte fordern Hans-Henning Fischer heraus. Problem ist jetzt, wir müssen die Ladung ganz dicht an die Bordwand kriegen und die Traverse oben hängt schon an der Bordwand. Hamburg, Deutschlands größter Seehafen. Er gibt 160.000 Menschen Arbeit. Sie sind Spezialisten für tonnenschwere Fracht. Ausschau, Jungs! Stauer, Lascher, Schwerlogistiker. Ein gefährlicher Knochenjob. Du musst dich auf die Leute verlassen können. Sonst bist du verlassen. Uhr 50. Schichtbeginn für die Stauergang am Bus Hansa Terminal. Ihr Job? Laden, verstauen und löschen tonnenschwerer Ladung. Hans-Henning Fischer und René Kleinert, genannt Zündkerze, arbeiten seit mehr als 30 Jahren im Hamburger Hafen. Fischer ist Ausbilder und kümmert sich um den Nachwuchs der Gang. Heute geht es auf die Leopold Staff, ein chinesisch-polnisches Frachtschiff. Die Sicherheitsvorschriften verlangen, dass sich jeder ausweist und ins Bordbuch einträgt. Morning. Knapp 3000 Tonnen Schwergut müssen in die Luken. Doch schon zu Schichtbeginn gibt es schlechte Nachrichten. Was hat er, Luke 3? Hans-Henning Fischer und René Kleinert sollen zu Luke 3. Dort ist in der Nachtschicht ein 50 Tonnen schwerer Ruderschacht verladen worden. Darunter liegen Kanthölzer. Und die wurden durch die scharfen Kanten des Schwergewichts beschädigt. Die Ladung steht jetzt nicht mehr sicher. Bis der Fehler behoben ist, stoppt die weitere Beladung. Ja, na klar ist Zeitgeld, aber siehst ja, wenn das Schiff, die Schiffsführung bestimmt über die Ladung. Ja? Also wenn der sagt, raus oder nochmal, dann muss nochmal. Die Kräne auf der Leopold Staff stehen still. Doch in den Büros auf dem Terminal kümmert sich Superintendent Jan Seyer gemeinsam mit Stauerfiez Sven Stoffers schon um das nächste Schiff. Jan Seyer ist verantwortlich für die gesamte Planung rund um die Verladung. Wir fangen an. Wir haben vier Löschhäfen. Wir haben Singapur, wir haben Shanghai, Busan, Singang. Jeder asiatische Hafen bekommt eine eigene Farbe. Das hilft bei der Planung. Fracht, die zuerst gelöscht wird, muss zuletzt geladen werden. Die Schwergüter werden auf 3 Decksebenen und 5 Laderäumen verteilt. Ich kriege ja nur Maße. Ich habe ja keine Fotos von den Teilen, sondern ich habe ja nur Länge, Breite, Höhe, Gewicht. Und dann fängt bei mir das Arbeiten an. Dann sehe ich schon, das ist so lang, das ist so breit, das ist so hoch. Aha, jetzt geht's los. Und dann arbeitet es bei mir den lang, den quer. Das ist so Tetris für Große. Kann man sich so vorstellen. Schwergut ist nicht genormt und verlangt individuelle Lösungen. Deshalb auch diese ganze Vorplanung mit Besichtigung, mit allem drum und dran. Was muss ich nehmen, dass die Leute auch wirklich safe sind, wenn das Teil über die Luke rüberkommt, in die Luke reingeht, dass das nicht mit mal abreißt. Ne? Exakte Planung und Kontrolle ist ihm wichtig, denn die Arbeit mit Schwergut ist gefährlich. 16 Meter tief im Bauch des Schiffes arbeitet die Stauergang unter Hochdruck. Joja, pass auf! Ich hab eben gesagt, pass auf! Der verpisst dich dann! Kollege Zündkerze, der muss jetzt höllisch aufpassen, weil er muss auf die Leute aufpassen. Der Kranführer hat da gar keinen Überblick, der kann da gar nicht hingucken. Unter 50 Tonnen Stahl müssen die Männer neue Hölzer einbauen, damit die Ladung sicher steht. Anheben in Zentimetern. Feinarbeit für den Kranführer. Ganz klein auf noch. Eine gefährliche Arbeit. Rutscht die Ladung ab, könnte das tödlich sein. Ganz klein. Decksmann Kleinert, genannt Zündkerze, ist das Auge für den Kranführer. Stopp! Das muss man sich mal vorstellen. Der Kranführer sieht nichts. Er verlässt sich jetzt zu 100% auf Zündkerze, damit da alles richtig läuft. Ja? Das ist Vertrauen pur. Stopp! So, das Ding steht. Also, hat er uns... was hat das die Leute gekostet? Gute Dreiviertelstunde. Auf Schuten, kleinen Transportschiffen, wird Schwergut für die Leopold Staff angeliefert. Nun können Hans-Henning Fischer und seine Gang endlich mit der Beladung beginnen. Die verlorene Zeit können sie nur schwer wieder aufholen. Und Kollege Zündkerze hat die Aufregung am frühen Morgen auch noch nicht richtig verdaut.
Scheiße, meine Pumpe geht schon wieder 1 Woche. Ja, ja. So lass ich fallen, Opa. Ja, danke. Soll ich dir die Schuhe zubinden oder was? Hättest du mir das gleich angeboten, hätte ich ja gesagt. Ja. Komm, mein Süßen, komm, wir gehen runter. In der Lagerhalle kontrollieren derweil Jan Seyer und Kollege Patrick Schürek das Stückgut. Da ist das gute Stück. Ladung für Shanghai. Eine 76 Tonnen schwere Schiffswelle. Der hat knapp 14 Meter Länge. Oha, alles klar. Ah, ja, das reicht schon, das langt schon. Anschlagpunkte sind hier angezeichnet. Ja. Sind gar nicht so weit auseinander, brauchen wir gar keine Traverse. Kuhligurte, einmal runter. Ja. Unten unter die Welle durch, wieder hoch, direkt auf den Haken rauf. Haben einen schönen geraden Zug nach oben. Genau. Und dadurch kann das Teil auch dann nicht rauskippeln. Würde ich sagen, klappen wir wieder zu, den Vogel hier. Alles gut verpackt und gesichert. Das Teil kann verladen werden. Ach, schau einer an. Die Queen ist auch da. Schickes Ding, ne? Für Fernweh ist jetzt keine Zeit. Jan Seyer und sein Kollege müssen an Bord des Frachtschiffes. Planung am PC ist wichtig. Der Check vor Ort unerlässlich. Ein Wetterchen zum Eierlegen heute, wa? Jetzt müssen wir nach Luger 1 gehen. Die Aluprofile, die wir uns im Schuppen angeguckt haben, die sind ja 15,56 Meter lang. Ja. Ich muss da mal einmal runter und dann müssen wir mal den Zollstock tanzen lassen. Jan Seyer feilt an den Details. Denn jeder Zentimeter genutzte Ladefläche ist bares Geld für den Reeder. Jeder Gang ist offen. Ist relativ dunkel. Hast du die Taschenlampe dabei? Deckel ist gesichert. Abmarsch. Eine Etage im Keller. Runter geht es in den Bauch des Schiffes, wo sich die Ladeluken befinden. Dass du dich nicht verläufst, Claudia. Da drüben müssen wir hin, da sollen die Profile hin. Na, mach ein bisschen Balletti. Sehen zu, dass wir hier das Maß kriegen. Und dann bis hinten hin. Der nervtötende Ton kommt von einer Schiffspumpe, die sich automatisch ein- und ausschaltet. Oh, endlich. Das Gesumme weg. Jetzt ist die Pumpe aus. Geht dann auch auf den Sack. Besser als, ne? Ja. 12. Ja, siehst du, das kriegen wir alles wunderbar rein. Alles prima. Gleich zeigt sich, ob Jan Seyer richtig geplant hat. Nebenan in Luke 3 kommt Ladung für Shanghai. 27 Meter lange Aluschienen. Nicht schwer, aber unhandlich. Für diese Azubis im ersten Lehrjahr keine einfache Aufgabe. In der Vor- und Achterkante ist das ziemlich eng. Nur wenige Zentimeter Luft zur Bordwand. Im Grunde genommen müssen Sie lernen, dass jeder Handgriff sitzen muss. Und Sie müssen sensibilisiert werden für die Gefahren, die hier unten lauern. Ausbilder Fischer behält seine Leute immer im Auge. Pass auf da, Jörg, komm da raus! Überall lauern Gefahren bei der Arbeit mit Schwergut. Nur eine kleine Unachtsamkeit und es kann zu Unfällen oder Beschädigungen kommen. Und schon klemmt es in der Luke. Lacht doch wunderbar hier. Problem ist jetzt, wir müssen die Ladung ganz dicht an die Bordwand kriegen und die Traverse oben hängt schon an der Bordwand. Dieser Träger stabilisiert die XXL-Aluteile bei der Verladung. Die müssen aber dicht an die Wand, sonst passt der Rest der Ladung nicht mehr rein. Krieg ich ein Leon-Ticket oder was? Und jetzt stören auch noch die Laschaugen, die Befestigungsringe am Boden. So können die Aluschienen nicht sicher stehen. Die Gang muss es per Hand richten. Ist er gut jetzt? Kleine Teile, Riesenstress. Da verlade ich lieber ein 70-Tonnen-Keul. In dieser 9 Meter langen Holzkiste steckt ein Pressenteil für Busan in Südkorea. Die muss auch in Luke 3. Passgenau neben die Aluschienen. Ausschau, kommt weg hier! Keine Staue, keine Führungsleinen dran, nisch. Oder wir das Ding schon angehängt haben, Spinner. Oben an Deck dirigiert Superintendent Jan Seyer den Kranführer. Die Kiste muss über der Ladeluke exakt in Position gebracht werden. Unten ist kein Platz mehr zum Drehen. Auswendig, kannst du überdrehen? Wie schwer? 135 Tonnen. 140. Gib nur einen Fleck. Die Presse darf nicht gegen die Bordwand schlagen. Alles eine Frage der richtigen Aufhängung am Kranhaken. Hier sind wir wieder bei der Problematik. Wir haben Neigungswinkel, wir haben mehrere Stränge, die tragen. Wir müssen aufpassen, scharfe Kante und all solchen Geschichten.
Das hast du beim Container nicht. Da setzt du den Spreader auf und dann verdreht er und fertig ist das Ding. Ihre Arbeitswelt ist nicht automatisiert. Da drehen wir gerade Werte in die Luke. Und da was schief geht, wird das teuer. 300.000 Euro kostet das Pressenteil. Nur mit Handzeichen verständigen sich die Decksleute mit dem Kranführer und den Männern in der Luke. Das ist die Sprache der Stauergang. Bis auf vorgeschriebene Standardzeichen kann sie von Gang zu Gang unterschiedlich sein. Auch wenn es knirscht, die Kiste ist heil und am richtigen Platz gelandet. Und, Volker, gut? In der Luke ist Teamarbeit wichtig. Gut, wir gehen raus. Und Planer Jan Seyer tauscht immer gerne den PC-Arbeitsplatz gegen die Maloche auf dem Schiff ein. Jobs wie seiner werden im Hafen täglich weniger. Hightech ersetzt Manpower. Immer schneller und kostengünstiger muss abgefertigt werden. Uhr. Am Schwergutterminal wird kostbare Fracht angeliefert. 1 Million teuer, in Bronze gegossen. Eine Schiffsschraube für Shanghai, 74 Tonnen schwer. Als erstes nimmt der Kaikran an Land Spezialgurte zur Verladung der Schiffsschraube an den Haken. So, auf geht's. Superintendent Jan Seyer leitet die Verladung. Gummimatte runter. Hey, warte, wir holen ihn einfach steif und dann machen wir die Gummimatte runter. Das sieht gut aus. Andere Seite auch. Die Gummimatten sollen verhindern, dass die scharfen Kanten die Gurte zerschneiden und der Propeller abstürzt. Alles gut. Er kann so rüber. Das sind immer so Highlights, ne? Propeller ist ein Highlight. Das macht man nicht jeden Tag. Schieb mal ein bisschen hierher. 16 Meter tiefer im Laderaum. Einsatz für Stauer Jörg Reiermann. So, Fassander, ja. Hier ist die Mitte. Ne? Von hier aus, 5 nach da, 5 nach da. Eine Unterkonstruktion muss her. Wir legen jetzt hier 20 Kanäle hin, um das Gewicht im Zwischendeck zu verteilen. Die Schraube hat 70 Tonnen und du hast hier auf dem Quadratmeter 4 oder 5 Tonnen nur auf dem Deckel. Und das würde verbiegen oder einbrechen. Ohne einen solchen Unterbau könnte im schlimmsten Fall das Schiff kaputt gehen. Die ausgelegten Kanthölzer sorgen dafür, dass die Last der Schiffsschraube über die ganze Fläche des Unterbaus verteilt wird. Füße weg! Hey, nicht fallen lassen! Der Millionenpropeller hebt ab, bereit zur Verladung. Nur 3% der Güter im Hamburger Hafen passen nicht in eine genormte Stahlkiste. Der Container dominiert das Geschäft und hat die Arbeitswelt verändert. Dafür braucht es immer mehr Logistiker. Und auch die bildet Hans-Henning Fischer aus. So, Jungs, Spaß jetzt beiseite. Dir zuarbeiten wird Steven. Kleiner roter Stapler, wunderbar, dein Traumgerät. Dein Lieblingsgerät. Still R7025-1. Denk dran, die Gabel ist ziemlich lang. Ja. Ja? Hast du einen Schluck zu trinken mit von deinem Energy-Drink? Den brauchst du heute nämlich. Ich will schiere Paletten haben. Seid vorsichtig da. Gut. Muss ja höllisch aufpassen. Jetzt eiert der da rum. Alter Schwede. All diese Geräte sind ja nebenbei auch so, können zur Waffe werden. Also man muss schon aufpassen. Und die Jungs denken, das ist ein Go-Kart. Ja? Wir sind ja hier nicht auf dem Dom. Potz, Blitz und Donner. Vorher ausfegen, ne? Haben wir das nicht gemacht? Doch, doch. Steven, dann hol doch mal bitte den Schiebkübel. Bevor wir einen Container packen, wird er immer ausgepackt. Und? Wofür ist der? Damit ich jetzt mit dir Gassi gehe, oder was? Na komm, mein Kleiner. Komm, komm. Wofür war der da? Wofür war der da? Damit ich vorne nicht rausfalle. Und, wo geht der hin? Klasse! Schiedkübel ölen, erst den sauber machen. Wo ist der Kollege hier? Also hier so ein klassisches Beispiel. Ne? Stapler steht da, kein Fahrer da, Schlüssel steckt, die Last ist hochgenommen, alles im grünen Bereich. Ne? Das sollen sie lernen. Ja? Weil da, wo sie später arbeiten, kommt der Kollege
zieht als erstes den Schlüssel ab und sagt, meiner. Und oft hängt der Autoschlüssel dran oder der Haustürschlüssel, der ist dann schon mal weg. Azubi Pavel ist im ersten Lehrjahr und fährt heute zum zweiten Mal einen Gabelstapler. Der Schlüssel fehlt. Der Ausbilder soll's richten. Und? Was hast du falsch gemacht, Pavel? Ausmachen. Ausmachen, korrekt. Gabel nach unten. Gabel nach unten. Und? Was ist mit dem? Okay, Attacke. Das sind junge Auszubildende. Die kommen aus auffällig gewordenen Familien. Ja? Also die haben nicht so die guten Chancen gehabt wie alle anderen. Ja, Jugendliche, 15, 16, 17, noch viel Flausen im Kopf. Manchmal denkst du, ja, siehst ja, die Kurven musst du immer höllisch aufpassen. Ziehst du mal bitte eine Weste an? Attacke! Auch Azubi Steven hat seine Lektion gelernt. Es muss immer sauber sein, keine Unebenheiten. Darum müssen wir ihn immer vorher ausfegen. Habe ich vergessen. Aber kann ja mal passieren. Hans-Henning Fischer braucht noch viel Geduld und Zeit für den Nachwuchs. Das wollen wir da nicht drauf haben, ne? Ein Jahr bildet er sie hier aus. Im zweiten Lehrjahr müssen sie sich dann im Betrieb beweisen. Am Schwergutterminal schwebt der Propeller schon über dem Kai. Jan Seyer dirigiert dem Kranführer die Flugbahn. 74 Tonnen hängen in den Seilen. Die Ladung ist für China bestimmt. Propeller dieser Größe sind als Antrieb für Container- oder Kreuzfahrtschiffe gedacht. Die Schiffsschraube hat einen Durchmesser von knapp 10 Metern. Und die Luke ist gerade mal 50 cm breit. Die Stauergang braucht Fingerspitzengefühl für die Schwerlast. Nur eine kleine Unachtsamkeit und die Bordwand und der millionenteure Propeller haben eine Macke. Im schlimmsten Fall müsste der Schiffsantrieb dann eingeschmolzen werden. René, gleich nur noch so einen halben Meter. Zur Vorkante, gleich, habe ich ja gesagt. René, alias Zündkerze, navigiert den Kranführer Zentimeter für Zentimeter an der Bordwand entlang. Denn von seiner Kanzel aus hat der nur ein eingeschränktes Blickfeld ins Innere des Schiffs. Gut. Und stopp. So, jetzt ganz sinnig zur Vorkante. 20, 30 Zentimeter. Nichts machen! Ja, ich geh mal von der Seite gucken. Komm mal tiefer! Sinnig tiefer. Der Propeller muss exakt in der Mitte der Holzkonstruktion landen. Komm mal tiefer so! Sinnig tiefer. Holger, gut so, ne? Ist perfekt, ne? Sieht gut aus, ne? Die Schraube muss natürlich befestigt werden, weil das Schiff ja rollt. Also wenn auf hoher See die Schraube anfängt zu kibbeln, würden die Lashings losreißen. Die Schraube wird hier durch die Luke marschieren und die andere Ladung beschädigen. Ne? Und die Schraube natürlich dementsprechend auch kaputt gehen. Ne? Der empfindliche Propeller wird jetzt nur noch sturmtauglich fixiert. Die Verladung der Schiffsschraube hat knapp eine Stunde gedauert. Die Stauer sind trotz der Verzögerung am Morgen wieder im Zeitplan. Das Verladegeschirr wird für die nächsten Schwergewichte vorbereitet. Ein knapp 20 Meter langes und 70 Tonnen schweres Kranteil muss in die Luke. Das übernimmt ein anderes Team. 15 Uhr. Nach 8 Stunden ist für Zündkerze und seine Gang Schichtende auf der Leopoldstaff. Feierabend haben sie aber noch nicht. Heute müssen sie noch die Schulbank im maritimen Kompetenzzentrum drücken. Hier im maritimen Kompetenzzentrum werden Lehrlinge, Arbeiter und Fachkräfte für den Hamburger Hafen aus- und fortgebildet. Egal wie viel Berufserfahrung sie haben, Schulungen müssen sein. Die Gang vom Schwergutterminal präpariert sich für die erste Stunde. Ihr Lehrmeister, Hans-Henning Fischer. Die sind hier auf Köpfchen machen, Ladung angucken, Geschirr angucken, all diese Sachen. Und da gehört einfach Spaß dazu. Da gehört auch Anfassen zu, Seewehr, die müssen anfassen.
die wären auch schmutzig. Aber sie sind immer irgendwie eine Truppe eingeschworen. Da sind die Alten mit den Jungen, die Jungen mit den Alten. Wenn die Jungen mal nicht so spuren, dann sagen die Alten schon, wo es lang geht. Ich bin der Haken. Die zweite habe ich hier. Auf dem Lehrzettel steht heute richtiges Anschlagen von Last. Basiswissen der Stauer, aufgefrischt von Ausbilder Fischer. Wenn die hier liegen würde, dann würde sie die rüberreißen. Und dadurch verrutscht die Kette. Er war auch selber lange am Hafen und hat selber seine Erfahrung gemacht und ist halt vom alten Schlag, kann man noch sagen. Und darum bringt es einen, ja, mehr Spaß, von ihm das so zu hören und zu erfahren, als von jemandem, der, sagen wir mal, aus dem Büro kommt und selber noch nicht einmal unten war. Und das ist auf jeden Fall schon gut bei so einem Haulegen. Alle sind voll bei der Sache. Auch Kumpel Zündkerze. Sag mal den Ausbilder, warum er runterhören macht und nochmal spüren. Genau das ist, warum wir heute hier sind. Damit auch die alten Kollegen mal wieder begreifen, Seeres anschlagen ist nicht happy immer so muckt, sondern lange, schlanke Güter werden immer noch, so sagt es die Vorschrift, doppelt geschnürt, vor allen Dingen, wenn sie auf den Mittelhaken gehen. Sie müssen das noch einmal sehen, Zündi. Sie müssen noch einmal wissen, worauf kommt es an, wenn doppelt geschnürt ist und diese Geschichten. Einverstanden? Sind wir uns beide einig? Alles richtig, jetzt haben Sie es gesehen. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie es einmal geht. Nein, jetzt drehen wir das so hoch, weil hier ist Ausbildung. So, Feuer. Yeah. Hans ist ein Hafen-Urgestein, den auch jeder kennt im Hafen. Ehrliche Haut. Den Respekt hat er sich über 30 Jahre im Hafen erarbeitet. Janni, geh mit der alten Maschine vernünftig um. Ja, ja, das ist wie eine alte Frau. Ne? Freundlich behandeln bitte. Der Letzte seiner Art hier im Hamburger Hafen, der noch funktioniert. Kranführer Jan Seyer kennt das gute Stück. Er hat 1997 seinen Führerschein darauf gemacht. Ausbilder war schon damals Hans-Henning Fischer. Oh, ich würde dir da einen halben jetzt hochgeben wollen, aber jetzt ja nicht mehr. Halt fest! Jungs, was habt ihr falsch gemacht? Was haben wir gesagt? Wo soll die Kreuzung sein? Ja? Jetzt ist sie unterhalb. Irgendwas ist doch da schiefgegangen. Was? Jetzt müssen wir noch mal tiefer kommen, jetzt machen wir das noch mal. Noch mal tiefer, noch mal absetzen, Jan, bitte. Nachsitzen für die Gang. Die falsch gewickelte Kette könnte lebensbedrohlich sein. Die können im Laderaum nicht weglaufen. Das muss man immer wissen. Das ist ein viereckiger Stahlkäfig, da liegt Ladung drin. Sie haben oft relativ wenig Platz und sie kommen nicht weg. Und wenn dann nicht vernünftig draußen an der Kai angeschlagen ist, dann haben die da richtige Probleme drin. Ich guck da 10-mal hin. Also ich glaube, jeder hatte schon mal die Situation, wo er dann die Hiebe drücken wollte. Und auf einmal hat sich das alles nochmal zusammengezogen. Die ganzen Winkelstahl und so zieht sich zusammen. Und wenn du dazwischen kommst, dann ist alles ab. Mein Leben hängt mitunter davon ab. Oder das Leben der Kollegen. Im zweiten Anlauf klappt es so, wie es im Lehrbuch steht. Nur ein Kollege ist noch immer nicht überzeugt. Hallo, dann erzähl Ihnen nochmal, was noch passiert ist. Ja, die sind zusammengeschossen. Verschachtelt. Ja, warum sind sie zusammengeschossen? Weil du nicht aufgepasst hast. Weil ich nicht aufgepasst war, durch dynamische Belastung. Ja, zwar recht mit der dollen Schnürung, aber es gibt ja einfache Mittel und Wege. Wenn er jetzt eine Traverse genommen hätte, hätte sie diese ganze aufstandige Frau, was er jetzt veranstaltet hätte. Genau. Das ist nur, Leute, abkommen. Ja. Nein. Ja. Das ist Leuten mal zeigen, wie es richtig ist. Und wo haben wir hier eine Traverse? Wir haben sie leider nicht. Ja. Morgen früh darf die Gang wieder echte Schiffe beladen. Deutschlands größter Seehafen ist die Lebensader Hamburgs. Läuft das Hafengeschäft schlecht, dann geht es auch der Hansestadt schlecht. 2.30 Uhr. Ein Spezialtransport am Maritimen Kompetenzzentrum. Die Schule bekommt neues Lehrmaterial. Oh, ich denke, das reicht. Ausbilder Hans-Henning Fischer ist wieder im Dienst. Seine Erfahrung wird hier gebraucht. Das Boot muss jetzt hier bei uns auf den Platz gesetzt werden. Das Problem, was wir haben, wir können nur eine Viertelstunde hier die Straße blockieren. Die Straße ist ein wichtiger Zubringer zu den Terminals im Hamburger Hafen. Die Zeit läuft.
Hans, kümmerst du dich darum? Ja, mache ich. Hans kümmert sich. Ah, da muss ich ja kümmern. Ich habe die meiste Erfahrung, ich bin die längste Zeit dabei und ich brauche den wenigsten Schlaf. Ja. In meinem Alter hat man ja senile Bettflucht mittlerweile. Ja, also von daher ist das alles okay. Alles gut. Seit 25 Jahren arbeitet Hans-Henning Fischer hier als Ausbilder. Pass auf, ein bisschen rutschig da. Oh, das kann ich mir vorstellen. Fischer will Spezialbefestigung anbringen. Doch es hakt. Das passt hier nicht. Das passt ja gar nicht. Das machen wir anders. Die Schäkel zum Hochheben des Bootes passen nicht. Und das Boot muss in 15 Minuten vom Laster runter sein. Und das in meinem Alter. Weißt du, die ganzen Jungen pennen zu Hause. Und der Alte muss hier mal lochen. Geil! Geht doch. Der 64-Jährige findet immer eine Lösung. Jetzt wird das 11 Meter lange und 8 Tonnen schwere Boot in Position gebracht. Dann erst kann es der Kran von der Straße auf das Schulgelände heben. Alter Schwede! Ja, das sieht ganz geil aus. Schön, legen wir hier oben ab. Fischer muss nur noch die Ketten befestigen. Hey, wieso fährt er wieder weg? Ist der bekloppt oder was? Alter Schwede, meine Güte, der kann doch nicht vorfahren. Ich wollte mit 64 nicht noch tödlich verunfallen. Mit dem Boot auf dem Trockenen zu verunglücken, bleibt Hans-Henning Fischer erspart. Das gebrauchte Rettungsboot kommt aus Italien. Das maritime Kompetenzzentrum hat es für Schulungen gekauft. Die Mitarbeiter von Kreuzfahrtschiffen sollen hier zukünftig den Notfall üben. Die Evakuierung auf hoher See. Hier kommt man da unter raus, ihr kleinen Spaxen. Nach 10 Minuten kann die Straße wieder freigegeben werden. Das Boot findet seinen neuen Hafen. Direkt unter der Kühlbrandbrücke, auf dem Gelände der Schule. Ja, gut, das reicht. Alter Schwede. So, komm, flachere! Juhu, sehr sauber. Klasse! Lass morgen wieder herkommen. Rund um die Uhr im Einsatz, manchmal auch am Wochenende. Hans-Henning Fischer kennt den Preis. Ich habe ja ein kaputtes Kreuz. Zweimal an den Bandscheiben operiert. Soll ich gar nicht mehr machen, aber wenn du dann siehst, dass es ist, dann musst du es machen, dann will ich es machen und dann mache ich es auch und dann habe ich es vergessen. Ich merke es nachher, wenn ich zur Ruhe komme. Dann habe ich es wieder im Kreuz. Schichtende. Nur nach Hause geht es nicht. Hans-Henning Fischer schläft heute auf dem Schulgelände. Wann bin ich fertig? Jetzt wird es auch Zeit, 5 Uhr früh. So, Feierabend. Mit dem privaten Wohnmobil reist Fischer in seiner Freizeit um die halbe Welt. Wenn er wie heute bis in den frühen Morgen im Hafen arbeitet und es sich nicht mehr lohnt, nach Hause zu fahren, dient es ihm als Koje. So, freue mich, dass ich mich jetzt ein bisschen auf die 2 Meter legen kann. Gleich noch mal duschen. Ja, wie verklusig ist. Ja, jetzt bin ich fertig. Jetzt lege ich mich hin. Dann nicke ich ein bisschen. 8 habe ich den nächsten Termin. Und dann mache ich heute früh Feierabend, weil ich will das Baby besuchen. Ne? Schwiegertöchterchen hat gestern Abend ein Baby bekommen. Den jungen Johnny, den gucke ich mir an. Und dann gucken wir mal, was der Tag bringt. Ah. Ja, okay, wie gut. Zerreck, wie gut. Und dann ist 4 Uhr. In 3 Stunden ist Hans-Henning Fischer wieder im Einsatz. Dann sollen Flugzeugteile entladen werden. Um 6 Uhr ist Schichtbeginn bei Airbus im Hamburger Stadtteil Finkenwerder. Direkt an der Elbe liegt das Betriebsgelände des Flugzeugherstellers mit eigenem Bootsanleger. 6.30 Uhr. Ein Spezialtransportschiff soll hochempfindliche Teile abholen. Flugzeugteile der Airbus A320-Familie.
Ein sogenanntes Shipset, bestehend aus vorderem und hinterem Rumpf, Höhen- und Seitenleitwerk, soll in den Containerhafen. 30 Minuten dauert die Fahrt mit dem Airbus-Transportschiff Elbe aufwärts. Zielhafen ist der Containerterminal Toller Ort. Hier werden hauptsächlich Container gelöscht und geladen. Die Zukunft im Hafen lautet, immer schneller und kostengünstiger muss Ladung umgeschlagen werden. Doch am kleinsten Containerterminal Hamburgs arbeiten auch Fachleute für sogenannte Projektladung, wie es die Flugzeugteile sind. Hans-Henning Fischer wartet hier schon, denn auch diese Spezialisten bildet er aus. Roman Hildebrand war bis vor kurzem noch Küchendirektor einer Betriebskantine. Jetzt ist er hier der verantwortliche Lademeister. Hans war der Erste, der mir gezeigt hat, was überhaupt abgeht im Hafen. Ich war ja vor 7 Monaten, hatte ich von nichts eine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ne? Ich konnte nicht mal die Sprache. Und da muss man sich erst mal dran gewöhnen, was hier so abgeht, was für ein Schnack. Ja, und Hans war halt da und hat mir die ersten Monate halt an der Hand genommen, hat mir das erstmal gezeigt, dass ich da wirklich vernünftig und sicher reinwachse. 6 Monate intensive Schulung bei Ausbilder Fischer hat er hinter sich. Mir juckt das immer in den Finger mit anzuklappen, aber ich bin raus davon. Ja? Du kannst nur noch zugucken. Ja, ich muss mich dran gewöhnen, nur noch zuzugucken und zu gucken, was sie machen. Fällt mir immer maßlos schwer. Noch ein Jahr, dann geht er in Rente. Der Hamburger Hafen ohne Hans-Henning Fischer, kaum vorstellbar. Das ist aber auch ein gräßiges Wetter heute. Ich merke das in den Knochen. Pro Monat gehen 4 dieser Airbus-Chipsets von Hamburg nach China. Also fasziniert mich auch nach 25 Jahren immer noch. Egal, was da dran hängt, hier natürlich ganz besonders. Das ist einfach geil, ne? Die großen Maschinen hier und alles. Schon irre, ich habe mal Flugzeugmechaniker gelernt und jetzt sehe ich die Dinger hier im Hafen. Alter Schwede. Wer hat schon mal die Chance, einen halben Airbus schon fliegen zu sehen, in Anführungsstrichen, bevor er zusammengebaut ist. Wenn da irgendwas schief geht, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Oder du hast ein Problem. Dann wird man sagen, Roman, du bist nicht für den Job geeignet. Nein, du machst das ja hervorragend, exzellent. Ja, na sicher, gibt es auch mal eine schlaflose Nacht. Ne? Besonders wenn jetzt so was ist wie Airbus löschen, das mache ich jetzt gerade mal das 2. Mal in Eigenverantwortung. Das ist schon etwas Spezielles und da muss man sich halt genau ans Protokoll halten und da muss man auch genau den Vorgang durchgehen, der vorgegeben wird. Und das ist schon eine große Verantwortung, ne? Weil das auch, die Dinger sind nicht billig, ne? Und es ist sehr aufwendig und von daher muss man sich da schon konzentrieren. Hans-Henning Fischer prüft direkt vor Ort, ob seine Ausbildung auch wirklich praxistauglich ist. Denn die Anforderungen im Hafen verändern sich permanent. Und Arbeiter wie Roman Hildebrand müssen mit der Zeit gehen. Hightech-Verladung anstelle von Handarbeit. Hans-Henning Fischer auf dem Weg ins Ausbildungszentrum. Ja, jetzt ist ein bisschen Stress angesagt. Das eine haben wir weg. Und jetzt haben wir Crews-Leute, die ich gleich in der Hubschrauberschlinge drehen muss. Da brennt das, die warten alle schon, das sind 20 Leute. Ja, mal sehen, bin ich gespannt. Viele junge Mädels dabei. Jungs, ihr müsst aber eben weg, Hansi kann nicht parken. Ja, so. Nonstop geht es weiter. Ausbilder Fischer muss sofort in die Krankanzel steigen. 20 Leute warten auf ihre erste Flugstunde. Sänger, Tänzer und Musiker. Die Entertainment-Truppe eines Kreuzfahrtschiffes wird in die Grundkenntnisse der Rettung auf hoher See eingewiesen. Eine willkommene Abwechslung für den Hafenlöwen. Alter Schwede. Auf 20 Meter werden sie hochgezogen. Die Angst fliegt mit. Ich bin Sänger, Solo-Sänger und ich mache das für das erste Mal. Also, ich bin ganz gespannt. Ich hätte hier einen Sänger im Angebot. Okay, here we go. Hansi, schenk mir ein Foto. Ja, Kollege. Arne Schumacher und Hans-Henning Fischer haben alle 2 Wochen solch eine bunte Truppe am Haken. Hans! Ja? Du musst dem Jungen mal applaudieren, wenn er dir schon ein Lied singt. Ja, beim nächsten Mal. Weißt du, wie teuer das war, dass er das gemacht hat? Ich hab ihm doch gesagt, so dicht war er noch nie beim lieben Gott. Okay, sitzt alles gut? Ja, ist schön eng, ne? Ja, muss so. Ja. Muss so. Damit das auch alles, solltest du stürzen, alles da bleibt, wo es ist, ne?
ebenfalls. Familienplanung hast du noch nicht abgeschlossen, vermute ich mal. Dass es wirklich mal gefährlich werden könnte auf einer Kreuzfahrt, daran mag keiner denken. Du hängst da ja wie ein nasser Sack, Mann! Hab schön voll, das ist keine Abrissbirne, ne? Ja! Komplett ohne Hafenerfahrung, die gehen irgendwann mal auf ein Schiff, die gehen auf See. Und für die ist das alles absolutes Neuland. Also die sind noch nie irgendwo geflogen, also wir nennen das einfach Fliegen, weil wir mit dem Kran Hubschrauber simulieren. Also die haben diese ganze Geschichte noch nicht. Das ist das erste Erlebnis mit Höhe. Und nicht alle freuen sich darauf. Das Training ist Vorschrift. Wenn das Schiff manövrierunfähig wird, kommt die Rettung meist aus der Luft. Was hier so einfach aussieht, fordert höchste Konzentration von allen Beteiligten. Ja, ich bin ganz schön angespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich bin tierisch angespannt, weil das ist nicht Ladung im klassischen Sinne, sondern das sind Leute und Menschen. Und du musst hier dreimal gucken, damit die da vernünftig hoch und runter kommen. Und ich habe es hier eng, da habe ich kaum Platz. Das ist schon heftig hier heute. Super gemacht, junge Frau. Klasse. Mir ging es schon ein bisschen mulmig, muss ich sagen. Fühlt sich komisch an, aber war gut. Hat Spaß gemacht. Danke. Wo gehst du denn hier raus? Nach einer Stunde sind die Unterhaltungskünstler alle gerettet. Endlich Zeit für eine Kaffeepause mit dem Kollegen Arne Schumacher. Wegen ihm bin ich hier. Weil ich wohl eine Ader dafür habe, mit Menschen umzugehen, hat er mich gefragt, ob ich Ausbilder werden kann. Oh, und jetzt bin ich halt nur noch mal ab und zu am Wochenende im Hafen. Und ansonsten geister ich hier halt rum, ne? Und es macht unglaublich Spaß mit dem alten Sack. Doch, ist feiner Kerl. Wenn der was sagt, dann ist das auch so. Kannst du mir mal einen Kaffee ausgeben, dass ich hier in dem Wetter stehe? Jawohl, mein Süßen. Für dich mache ich fast alles. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Ihr habt mir wieder 20 Jahre meines Lebens gekostet. Hamburg ist der zweitgrößte Containerhafen Europas. 25.000 genormte Stahlkisten landen hier täglich. Der weltweite Warenstrom ist meist computergesteuert und vollautomatisiert. Am Containerterminal Toller Ort wird schwere und unhandliche Fracht, die nicht in einen Container passt, gelöscht und verladen. Roman Hildebrand ist für die Airbus-Teile verantwortlich. Hier am Kai waren sie nur kurz zwischengelagert. Jetzt sollen sie auf den Containerriesen mit Ziel China. Das längste Teil ist der Rumpf mit einem Gewicht von knapp 24 Tonnen. Mit dieser Brücke soll es verladen werden. Er soll mal absetzen, bitte. Lademeister Hildebrand macht einen Technikcheck. Setz bitte die Traverse noch mal ab, wir müssen erst die Führungsleinen ranmachen. Nein, das machen wir jetzt. Die Leinen brauchen die Männer, um die Traverse zu führen. Also vor der Verladung müssen wir jedes Mal einen Bremsentest durchführen. Mit einem sogenannten Testgewicht. Das wird angeschägelt, ganz normal, wie die Airbus-Teile. Und ziemlich schnell nach unten gelassen und abgebremst. Die Bremsen der Brücke funktionieren einwandfrei. Das Testgewicht kann gegen die Flugzeugteile ausgetauscht werden. 6870 ist das zweite Teil, welches jetzt in B38 geht. Die vier Flugzeugteile sind durchnummeriert und werden auf zwei Ladeluken verteilt. Eine davon ist B38. Die Abläufe für die Verladung sind standardisiert. Das spart Zeit. Roman Hildebrand hat für Rumpf, Nase, Höhen- und Seitenleitwerk des Airbus ein Zeitfenster von 90 bis maximal 120 Minuten. Das geht nur mit Hilfe von speziell angefertigten Transportsystemen. Alles ist nach Plan gelaufen. Und der Job für Roman Hildebrand und sein Team für heute erledigt. Die Airbus-Teile sind verladen. Jetzt sind die Deckel oben auf die Luke drauf. Und jetzt fangen wir an, weiter Container drauf zu stapeln. 6, 7 hoch. Bis zu 150 Container werden jetzt noch oben drauf gepackt. Die Reise nach China dauert etwa 40 Tage. Die Landungsbrücken in Hamburg-St. Pauli sind nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. An diesem Imbiss, gleich neben dem alten Elbtunnel, trifft sich nach Schichtende auch die Stauergang vom Schwergutterminal. Beim Feierabendgetränk ist für Zündkerze und Co. mal Zeit zum Quatschen.
Aber die nicht angefangen, wenn hast du auf die Fresse bekommen, wenn du nicht pariert hast. Ja, so sieht die Sache aus. Zündkerze, Klaus Dieter-Heinz damals noch und so weiter. Das waren alles die Alten, die dir auch einen in den Nacken gehauen haben dann. Ne? Ja. So bin ich aufgewachsen in der Stauerei. Die auch vernünftig was erklärt haben. Den Clip fertig, dann ist halbe. Ja, erinnere ich mal dran. Was macht ihr heute noch? Bitte. Boah, lass uns zur Holzenschwelle. Schwämme oder Schwämme? Schwämme, sag ich doch. Da gehen wir, Schwämme. Gut, dann lass uns los. Los, komm mit, ist kalt hier. Ihr Ziel ist die Holstenschwemme, eine der letzten echten Kiezkneipen. Hier im Stadtteil St. Pauli, direkt an der Elbe, lebten früher Hafenarbeiter. Heute ist es ein teures und angesagtes Wohnviertel. So, Mädels, auf geht's. Moin. In der Kneipe treffen sich viele Hafenarbeiter vom alten Schlag. Hier wird Hafenromantik gelebt. Die Holstenschwemme atmet noch echte Geschichten von Originalen und Fernweh. Wirtin Rosi ist ein Kiez-Original. Schon als junge Frau hat sie auf der Reeperbahn als Bedienung gearbeitet. Oh, es gibt ein Bierchen. Lecker. Ja, Bier für die Großen. Cola für die schwarzen Füße. Und die kurzen für die kleinen. Dankeschön. Jetzt machst du das. Geht's euch gut? Ja. Jetzt, wo wir hier sind, perfekt. Ja, dann bin ich beruhigt. Nee. Ja. Auf den Feierabend. Okay. Auf einen schönen Feierabend, auf eine schöne neue Schicht. Komm her, kurzer. Zündkerze, machen wir einen Abend lang hier. Oh. So. Wieder wo gar nicht. Wir wollen hier Weihnachten noch feiern. Wir hängen jetzt schon durch. Erinnerungen an Hafenleben aus vergangenen Zeiten. Die alten Fotos haben Stammkunden beigesteuert. Sven, hast du so früher auch schon gearbeitet? Ja. Schon länger her, oder? Da hat das Arbeiten auch Spaß gemacht. Richtig oder als Decksmann? Was ohne? Richtig. Ja, oh nein! Du hast nur in die Scheiße gegriffen. Wenn du vom Mehl weiß warst, bist du nächsten Tag Kakao gegangen, da warst du wieder braun. Ja, du siehst das in den Pansen. Aber hatten wir auch schon Fischmehl im Container verladen. Ja. Oder Fischköpfe haben wir auch schon umpacken, ja? Vor allem, sie haben Feuchtigkeit gezogen. Wir haben mal Fliegen haben wir gehabt. In Säcke, Fliegen. Ist kein Spruch jetzt. Das Schicksal tragen. Sagen wir so, der Container im Großen und Ganzen interessiert mich nicht. Weil es eintönige Arbeit. Beim Stückgut kannst du dich entfalten. Du hast jeden Tag was anderes im Stückgut. Container, das ist immer dasselbe. Container, mal blau, mal gelb, mal grün. Ja. Das Plan, Bob, muss da rein, passt da rein, passt immer da rein. Das ist dann, ja, Fließbandarbeit wie bei Mercedes. Und das ist also nicht mein Ding. Die Gang wird morgen wieder früh im Hafen anfangen. Schichtbeginn 6.50 Uhr. Und alles, was nicht in einen Container passt, seetauglich verladen. Hansi, schenk mir ein Foto. Das kann man auch sehen. Ziehst du mal bitte eine Weste an? Attacke!